Hey Leute und herzlich willkommen zur wahrscheinlich letzten Folge von The Nightfall. Mittlerweile haben wir lediglich nur noch anderthalb Stunden, bis es vorbei ist. Die Situation spitzt sich zu. Wir spazieren mal wieder durchs Haus. Wie gehabt. Gucken uns alles an. Schön, 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 schön. Nicht so schön. Die ist so fett, Alter. So, gehen wir was trinken. Ja, weißt du? So zwei Dosen, die waren schon längst überfällig. Mal zumachen wieder. Kerzen brennen nach wie vor. Ist doch schön. Hey, ich habe nur 5 Streichhölzer, habe ich so viel verbraucht. Wollt mitnehmen. Ah, ich darf keinen mehr nehmen. Keine Kerzen. Oh. Der Schlüssel ist mittlerweile nicht hier aufgedacht, den wir ohne für den Ausgang. Nein, nein, nein. So, zuerst gucken wir mal wieder nach Jerry. Da geht's gut, da rüber. Schaut, das ist wieder. Ja, der lacht immer gleich. Das ist nichts mehr Neues. Auch nichts. Ah, der kommt auch nicht mehr raus. Da gibt es ja so einen Brief wieder für ein bisschen Stories und nichts. Auch nichts. Na gut, dann gehen wir wieder runter, gucken wir. Wie viel Zeit vergangen ist? Sind 5-6 Minuten wahrscheinlich. Mehr wird es nicht sein. 6 Minuten. Oh, was ist passiert? Ich kann mich bewegen. What? What? Ich kann mich bewegen. Du mir die Tür aufmacht, danke. Du schaffst. Unter besonderen Umständen ist es möglich, dass der Hass und Wille eines besonders bösartigen Menschen dazu führt, dass sein Geist diese Welt nicht verlassen kann. Stattdessen sucht er jene Menschen heim, die er für seinen Tod verantwortlich macht. Ist es etwa dieses Arschloch? Sucht er uns in diesem Haus heim, weil er überführt werden könnte? Konnte, nicht könnte. Kann in Gegenstände fahren und das Poltergeist Unheil anrichten. Möglich ist auch die Beherrschung von Menschen. Es ist auch die spirituelle Geiselnahme anderer Geister. Andere Geister. Etwa meine Kinder. Sind sie noch hier? Lässt er sie nicht los, weil sie ihn indirekt ins Gefängnis gebracht haben? Arme Seelen, unter Gefangenschaft können befreit werden, indem ein besonders wichtiger Gegenstand aus Lebzeiten verbrannt wird. Es löst den letzten Faden zu dieser Welt und somit auch die Verbindung zum Poltergeist. Oh, das geht jetzt aber schnell! Aha, er ist jetzt ein Poltergeist. Jetzt wissen wir es genau. Wieso sich da mich heim? Ich habe nichts gemacht. Kennt ihr nicht mal.
Ich muss die Lieblingsspielzeuge der beiden Kinder finden und verbrennen. Kannst du einen Tipp geben, was das war? Da oben sind Spielsachen, aber... Aber wieso sollten die doch immer hier sein? Help, help us. Oh, das war's nicht. Da sind Schuhe. Ein Häschen? Ich habe schon 10 Streichhölzer. Ja, natürlich, was brauchen wir mehr? Ja, das wurde gezeigt, ne? Das ist es aber nicht. Da war auch nichts, ne? Also, im Kinderzimmer ist es nicht. Bist du's? Boah, du bist hässlich, Alter. Du kannst es nicht sein. Das ist ja einer von diesen Puppen. Oh Gott. Ah, Spiegelbild. Komisches Spiegelbild. So, hier ist nichts. Hier ist kein Spielzeug. Hier ist offen. Also das war das eine Ding wieder. Hier ist drin. Mamas Spielzeug. Nichts. Okay, dann haben wir daraus das auch. Guck mal hier, muss man reingucken. Auch nicht. Na gut, da muss es im Eckschuss sein. Sieht's mit dir aus? Du bist es nicht. Oh. Oh, Scheiße. Oh. Fuck, Alter, was? Warte mal, ich kapiere es nicht ganz. Ist es jetzt das Haus, wo die Kinder gelebt haben? Oder ist es jetzt das Haus vom Mörder? Ist das witzig? Komm her, zünd dich an! Arsch! Alter, was ist jetzt schon wieder? Wo sind die Spielsachen? Oh, vielleicht ist es auch in der Rumpelkammer. Was man Garage nennt. Ich gucke vor ins Badezimmer noch. Dann haben wir alles. Jetzt haben wir alles. Okay, mal rein. Dreirad! Zünd an! Oh, jagt die Tür in die Luft. Die Frau ist nicht kreativ genug. Weiß auch nichts. Hä, Scheiße, wo sind denn die? Oder sind die jetzt aufgedacht nach dem Blitzlicht? Mal darin.
Irgendwo müssen die Teile ja liegen. Nee, hier war es nicht. Es muss oben sein. Noch einmal das Kinderzimmer. Das haben sie mir vorher gezeigt. Oder er zumindest. Aber das war es nicht. Das hat damit nichts zu tun. Lieblingsspielzeug von Chris, der PC. Ist ja auch nichts Neues. Lass mal das Licht einmal an. Ja, wir haben genug Batterien. Warte mal, das Ding ist wieder zugegangen. Oder habe ich die gar nicht aufgemacht vorher? Oh Gott, dass ich es nicht aufgemacht habe. Was für durch? Was jetzt? Ach komm, wo ist es denn? Wir wissen überhaupt schon, es ist schon Viertel. Totenstille. Auch nicht. Hat sich jetzt was verändert? Du bist wieder da. Ich bin jetzt auch noch da. Was ist jetzt? Machen wir hier noch alles auf. Oh, schau. Das gibt's doch nicht. Wo haben die Teile hingegeben? I don't know. Na komm, nein, nein, die Seite wieder zu. Doch nicht, ich habe nur das nicht aufgemacht, okay. Da ist es nicht. Kann ich jetzt. Habe ich jetzt getäuscht? Ich dachte, da war gerade ein roter Umkreis.
habe schon 5 Ersatzbatterien. Ja, kann ich da anklicken? Spät ist nicht schon alt, ich ist schon 20. Weil ich dich hinsetzen. Ach. Was übersehe ich? Warte mal, gehen wir auch die Briefe durch. Vielleicht ist es auch nur ein Brief, der neu ist. Den hatten wir. Den hatten wir auch. Den hatten wir und den hatten wir. Den hatten wir auch. Dann. Boah, der Bimmel geht auch so auf die Nerven. Hatten wir auch schon? Nichts? So, das Briefchen hatten wir schon. Die Tür hatten wir. Den und den hatten wir auch. Brief hatten wir. Den, den, den und den da hinten hatten wir auch. Na gut, Erdgeschoss ist immer sauber. Nochmal ins Kinderzimmer. Mein Kreisel, der dreht sich. Was? Der dreht sich so lang. Mein Kreisel, der dreht sich. Bis ich ihn fange. Solange er sich dreht, dreht die Welt sich mit. Solange er sich dreht, drehe ich mit ihm mit. Das ist ein Spielzeug in Kreisel? Kreisel, Kreisel, Kreisel. Turu, turu, turu. Muss ich da das Teil finden auch, ne? Oh nö. Hilf mir, Jerry. Ist er, wo ist er? Ja.
Da war er nicht. Ganzen Haus muss ich jetzt einen Kreisel finden. Nicht? Na gut, dann muss ich runtergehen. Hoffentlich ist das nicht in irgendeinem Schrank drinnen. So, die Zeit geht ja eh nicht weiter, ist um halb. Weiß er auch nicht. Oh, ja, ja, viele Räume habe ich nicht mehr. Eine Dose, okay. Auch nicht. Da ist kein Kreisel. Ah. Ach, Entschuldigung, mit Anstoßen. Ich habe jetzt den Raum durchgesucht. Hä? Ja, klingt es ja nicht nochmal. Nichts. Leute, ich denke, es wird noch eine Folge geben. Danke fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like oder einen Kommentar da und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.